Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Und jetzt eine Schlacht. Wow. Echt? Hab den jetzt schon? Komm her und kämpfe wie ein Mann. Flachländer, ich bin der Atem des Winters, der kalte Wind des Krieges. Zieht gegen mich in die Schlacht und sterbt! Komm her, du feige Sau. Ihn zwingen, sein Versteck da zu verlassen. Stirbt er denn die ganze Zeit? Ah!
Ach du Scheiße. Ah, kämpft wie ein Mann, du Feige. Hat funktioniert. Ich weiß nicht. Ja, wieder seine Leute. Ah. Die Kälte! Ich bin der Krieg! Jo. Ich bin der, der dich umbringen wird. Was bin ich eigentlich, wenn ich ihn töte? Ich bin so viel mächtiger. Diese Schlacht ist meiner würdig! Ja, dann los! Hau nicht ab, du Vogelscheuche, du! Dorian hat auch irgendwie Probleme. Ja, ruhmreich gewinnen, würde ich sagen. Warum seht ihr mich so an, Dorian? Ich versuche mir vorzustellen, wie ihr in einem Kleid aussehen würdet. Träumt weiter, wenn mich mein Onkel... Warum fangen die an zu quatschen? Ich durfte noch nie mit ansehen, wie ihr einen Drachen erschlagt. Ich muss sagen... Es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Das schreit doch geradezu nach einem neuen Titel. Was haltet ihr von Drachentöterin Harding? Ein protziger Titel läuft den Aufgaben einer Späherin zuwider. Es geht doch darum, dass mich niemand kommen sieht. Inquisitor Emeridan wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht hat, was er begonnen hat. Es ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Im Moment würde mich Halbsedas auf den ersten Blick erkennen. Das stimmt. Aber die Leute sehen den Inquisitor, diese überlebensgroße Persönlichkeit.
Jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid, seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es ein normaler, sterblicher Mann war, der die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Hä? Es ist schön zu hören, dass sich noch jemand daran erinnert, dass ich auch nur eine Person bin. Ungeachtet der Elfenwurzeln. Keine Sorge. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Späher Ehrenwort. Und nebenbei bemerkt. Gute Arbeit, Trevelyan. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste. Was? Uns fehlt noch ein Drache? Na, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier jetzt relativ sinnlos das alles mitzunehmen. Ah, oh, wir haben den Drachen echt besiegt. Das ist gut. Hätte der auch seine Rüstungsdinger gehabt, dann hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Da ist noch was. Da lässt mich das aber nicht anvisieren. Falsche Richtung. Inquisitor, ihr habt mehr für uns getan als die meisten Angehörigen des Steinbärenstamms. Es ist nicht richtig, dass ein Gast derart viel tut. Der Stamm hat gesprochen und ihr seid kein Gast. Ihr seid einer der unseren. Überdies habt ihr euch durch eure Taten einen Legendennamen verdient, der jemand es würdig ist, der Harkons Fänge vernichtet hat. Von diesem Tage an kennen wir euch als Inquisitor Erstau. Ich werde mich eures Geschenkes würdig erweisen, Sein Sonnenhaar. Ich kann euch nicht sagen, dass alle Avar Verbündete der Flachlande sein werden. Aber eure Geschichte wird überall in den Frostgipfeln erzählt werden. Ihr sagtet, Harkons Fänge hätten vor Hunderten von Jahren schon einmal versucht, ihren Gott in sterblicher Gestalt zu binden. Ja, wieso? Wir haben auf unserer Suche nach Inquisitor Emeridan herausgefunden, dass er vor 800 Jahren hierher kam, um einen gewaltigen Drachen zu bekämpfen. Einen Drachen, der gemeinsam mit den Kriegern der Avar aus den Bergen kam, um die Flachlande anzugreifen. Euer letzter Inquisitor muss ein mächtiger Krieger gewesen sein, wenn es ihm gelungen ist, Harkon höchst selbst aufzuhalten. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gute Jagd. Nachforschen. Es heißt, ihr wärt bei euch derjenige, der recht spricht, Inquisitor. Falls ihr dazu bereit wärt, bitte ich euch, auch über Storwacker zu richten. Wie bitte? Als Kriegerin unseres Stammes hätte Storwacker eher sterben sollen, als sich in das abscheuliche Ritual zu ergeben, das Harkons Fänge geplant hatten. Es ist strittig, ob das Urteil in diesem Fall dem Auguren oder mir zufällt. Aber ihr seid hier und ich wäre euch dankbar. Ich nehme an, ich könnte dieses Urteil für euch fällen, wenn es dem Stamm hilft. Ach, Storwacker, möchtet ihr euch dem Stamm gegenüber für eure Taten rechtfertigen? Da ich Ehrenmitglied des Stammes bin, denke ich, dass sich ein Stammestier meinen Leuten anschließen kann, ohne dadurch seine Eide zu brechen. Storwacker, ich, Inquisitor Ersttau, verurteile euch dazu, in die Dienste meiner Inquisition zu treten.
Bei der Herrin. Ich kann schon hören, wie mich der Jagdmeister deswegen verspottet. Ich habe gerade einen Bären verurteilt. Inquisitor Erstau? Ich bin nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll gerade, aber hey. So, hier sind wir außer die Kleinigkeiten eigentlich fertig und ich würde gerne mal wieder zu unserer Festung zurück. Oh. Drachen besiegt, ich war ein Bären recht gesprochen. Alles klar. Inquisitor? Ja? Wie sehen uns die Leute? Es gibt nahezu kein Adelshaus, das uns nicht offen seine Unterstützung zugesagt hätte. Haben wir irgendwelche Würdenträger zu Besuch, vor denen ich mich vorsehen sollte? Lord Nadovino von Antiva, ein Freund meiner Familie, der sich üblicherweise nicht mit Politik befasst. Wie habt ihr ihn dazu gebracht, die Inquisition zu unterstützen? Antivaner sind empfänglich für ehrenhafte Taten, Inquisitor. Ich habe ihn mit unseren hehren Zielen beeindruckt. Außerdem habe ich ihm 40 Flaschen aus unserem Weinkeller versprochen. Einem Portwein aus Tevinter konnte er noch nie widerstehen. Ach, mein Wein. Naja, die Sachen mache ich ja sowieso auch unter anderem. So, hier, aber diesmal könnt ihr ein bisschen mitlesen, wenn ihr das möchtet. Stoffe, nein, nein. Ressourcen interessieren mich nicht. Inquisitor. 5 Stunden, wow. Ich glaube, hier haben wir gar nichts mehr. Fangen wir an. Inquisitor. So. Und da wir sowieso
die letzten Folgen eigentlich immer mehr gemacht haben als die 20 Minuten, die eigentlich geplant waren. Gibt Dorian das Amulett. Alles klar. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen. Also ich würde dann zwischen den Folgen noch ein paar, ich würde vielleicht mit ein paar Leuten reden, ich würde mich ein bisschen in der Burg noch aufhalten und dann erst würden wir uns in der nächsten Folge hier sehen. Wo hält sich Dorian eigentlich auf? Ach ja. Dass wir miteinander verwandt sind, Inquisitor. Verwandt? Oh, wir sind keine Vettern ersten Grades oder so. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid ein Trevelyan und irgendwo in den düstersten Winkeln meines Stammbaums gab es ebenfalls einen Trevelyan. Vielleicht war er ja sogar derjenige, der sich nach Ostwick gewagt hat, um diesen Zweig der Familie zu gründen. Das war natürlich vor ewigen Zeiten. Ich würde es vorziehen, nicht mit euch verwandt zu sein. Das könnte die Tendeleien ein wenig verfänglich machen. Das hängt davon ab, von welchem Zweig der Familie ihr abstammt. Wie auch immer, ich denke, die kritische Phase ist vorbei. Seit mindestens 3 Zeitaltern. Ich habe etwas für euch. Hier ist es. Jetzt stehe ich in eurer Schuld. Ich sagte euch doch, dass ich das nicht will. Ich habe das nicht getan, damit ihr in meiner Schuld steht, Dorian. Ich tat es für euch. Das ist ja das Problem. Wieso ist das ein Problem? Jeder intelligente Mensch würde sich gut mit dem Inquisitor stellen. Es wäre dumm, es nicht zu tun. Er kann euch Türen öffnen, euch jeden Wunsch erfüllen. Er kann euch mit Geschenken und Macht überhäufen. Das ist es, was sie sagen werden. Ich bin der Magister, der euch benutzt. Sollen sie sagen, was sie wollen? Sie sind mir egal. Naiv, aber hinreißend. Ich war vorhin bei dem Händler unausstehlich. Darin bin ich gut. Tut mir leid und danke. Ich sollte besser aufhören, bevor ich etwas Schmalziges sage, aber danke. Und ich werde mich bei euch revanchieren. Verlasst euch darauf. Okay. Es überrascht mich nicht, dass die Wächter in diese ganze Sache verstrickt sind. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr sehr vorsichtig sein solltet, wenn mein ehemaliger Orden seine Finger im Spiel hat. Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung. Es gab ein paar Reibereien mit euren Templern, aber alles in allem läuft es gut. Ich will nicht weiter stören. Gut, hier konnten wir irgendwo die Sachen noch abgeben. Wo war denn das? Wow, war richtig viel. So, ich würde sagen, ich beende die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Wie gesagt, ich werde jetzt hier in der Burg mal ein paar Sachen noch erledigen, die jetzt wahrscheinlich nicht so interessant sind, mit Leuten reden und sowas. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.